Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans hier auf Digital Olymp. Und ich habe mich ja beschwert, dass in letzter Zeit ich nie guten Loot finde. Und dann habe ich gerade das hier gefunden. Ihr seht es, richtig fetten Loot bietet der junge Mann an. Oder die junge Frau. Sogar relativ viel in den Lagern, aber da komme ich natürlich nicht dran ans Gold. Aber die Sammler und vor allem die dunklen Bohrer wollte ich dann schon mitnehmen. Zumal ich noch ein bisschen dunkles Elixier brauche. Für, genau. Was wollte ich denn? Genau, den König. Nach dem CW will ich den König schlafen schicken. Da muss ich ihn nicht so viel beschleunigen. Da muss ich, glaube ich, 2 Tage überspringen. Das kostet dann nicht ganz so viele Gems. Und deswegen wollte ich das so, war das so mein Plan, aber deswegen mache ich auch 2 frühe Angriffe. Ich gehe sowieso ins Musical. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber ich bin absoluter Musical-Fan, gehe gerne mit meiner Freundin in Musicals. Und 2 schöne hatten wir bis jetzt, also diese Ergebnisse werde ich nicht vergessen. Da die anderen waren auch unter Umständen schön, aber halt nicht so schön wie die beiden. Das ist zum einen König der Löwen. Ich liebe den Film, da bin ich mit groß geworden. Ich hab so geheult wie ein Schlosshund. Das Thema hatten wir gestern im Clan und da hatten wir immer gesagt, ich soll das doch mal in meinen Videos erwähnen. Ja, ich stehe dazu. Ich hab bei König der Löwen, dem Musical, geheult. Das war schon sehr emotional für mich. So Kindheitserinnerungen und all sowas. Und das andere Rocky Horror Picture. Nee, Rocky Horror Show. Rocky Horror Picture Show ist der Film. Rocky Horror Show. Auch richtig gut, richtig lustig, das vor allem, da kann man richtig mitmachen und den Tanz, wenn man das Lied hört, das Lied kennt eigentlich jeder. Könnt ihr euch ja mal, weil ich glaube von Wetten, das gibt so einen Auftritt bei YouTube. Ich kann das ja mal in Videos verlinken, das ist echt, das macht schon was her. Das ist dann so ein Ausschnitt aus Musicals mit den besten Liedern. Ist schön. Auch, da gehe ich auch wahrscheinlich nochmal rein. Und ihr seht von dem Loot immerhin 900.000 und 3.600 Dunkles. Den Zauber am Ende habe ich benutzt, weil ich unbedingt auch noch den Siegbonus haben wollte. Kristall-Siegbonus lohnt sich ja, wie ihr wisst. Und ich würde sagen, wir farmen jetzt. Wenn es sich lohnt, wenn der Loot gut ist, dann werde ich wahrscheinlich auch gleich 2 Stunden boosten. Einfach aus dem Grunde, wegen des dunklen Elixiers und so. Brauche ich. Aber wahrscheinlich jetzt ist der Loot wieder, wie immer, sobald die Kamera läuft, ist der Loot bescheiden. Um es mal freundlich auszudrücken. Was haltet ihr denn von Musicals? Wart ihr schon mal in einem? Also als Kind war ich auch nie drin irgendwie oder als Jugendlicher. Das kam erst so im frühen Erwachsenenalter. Irgendwann habe ich, glaube ich, in welchem Musical war ich denn zuerst? Genau, meine Freundin wollte unbedingt Rocky Horror Show sehen und dann habe ich gesagt, kommst du mit? Also komme ich mit und dann war ich mit und fand das toll und dann wollte ich immer mehr sehen. Immer mehr, mehr, mehr. Zum Glück wohnen wir in einer Gegend, wo immer mal wieder ein anderes Musical ist. Und jetzt am Donnerstag gehe ich halt in, heute gehe ich in Sister Egg rein. Heute Abend. Das haben wir geschenkt bekommen. Ich glaube, dafür Karten gekauft. Ja, weiß ich nicht. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, hat mein Oppi immer gesagt. Und das Musical läuft auch, glaube ich, nur noch einen Monat hier oder einen halben Monat und deswegen mussten wir dann jetzt auch mal langsam dahin gehen. Und ich, also solange wie ich jetzt schon wieder suchen muss, das spricht schon wieder nicht dafür, dass ich gleich boosten möchte. Ist mir schon wieder fast zu lange jetzt hier. Ich achte im Moment aber auch immer nur auf Gold. Ich sollte auch ein bisschen mehr auf Dunkles achten, weil wie gesagt, ich würde jetzt auch, weil ich den Bedarf habe, auf Gold und Elixier ein bisschen verzichten und dann Dunkles nehmen. Gerade habe ich schon, glaube ich, nämlich einen weggedrückt. Also 1000 reicht mir dafür nicht. Da müssen schon dann 2000 sollten schon drin sein und die Chance halt groß, dass ich dran komme. Ansonsten weiß ich nicht so ganz, ob ich den König... Was mache ich denn dann? Wenn ich
später erst fertig werde mit dem dunklen Elixier und den König dann erst zu spät schlafen schicke, ist das auch nicht das Wahre. Dann kann ich es mir auch direkt sparen und die Queen dann fertig jammen. Das muss ich mir noch überlegen. Es ist auch nicht, es ist zu wenig. Das lohnt sich doch nicht. Gib mir Loot, der sich lohnt zu nehmen. Okay, dann würde ich sagen, überspringe ich die Gegnersuche, wie fast immer. So, ich habe mich gerade beschwert, dass der Loot wieder scheiße ist. Entschuldigt. Der Loot ist nicht schlecht, aber ich komme ich da dran? Ich befürchte nicht, aber ich werde es versuchen. Ja. Drei Magiertürme in der Mitte. Der will halt sein Dunkles wirklich beschützen, wie man merkt. Bitte, haut ein Loch rein. Na, wenigstens eins. Ja, bis jetzt sieht's in Ordnung aus. Nicht perfekt. Oh, da wäre die Queen mir fast verreckt. Hab jetzt den Heilzaubern mal noch dahingesetzt, egal. Dunkle Elixier habe ich. Gold zum Teil. Das Lager holen sie sich noch. Das Elixierlager können sie sich auch noch nehmen. Scheiß auf den König, der darf ruhig sterben. Also schlafen gehen. Sterben tut er ja nie. Das soll sein. Das soll sein. Das soll sein. Ja. Passt. Truppenkosten, glaube ich, mit Zauber nicht ganz gedeckt, aber wenigstens dunkles Elixier. Nein, nicht angucken, sondern bauen. So, dann würde ich sagen, baue ich nochmal eine Armee. Kann mir endlich die Nase putzen. Die läuft nämlich genau seit dem Moment, wo ich den Gegner gefunden habe. Und würde sagen, ich cut es raus und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und ich hoffe, ich finde jetzt wieder vernünftigen Loot, vernünftig schnell. Naja, der hat Elixier, aber was will ich denn mit Elixier? Ich habe mir zwar auch überlegt, jetzt endlich meine dunkle Kaserne aufzubauen, aber ich habe irgendwie keine Lust zu verzichten auf diesen Komfort mit zwei dunklen Kasernen zu bauen. Der hat natürlich jetzt ein bisschen Dunkles. Die Sache ist allerdings, hier in dem Bohrer ist ein bisschen was, hier in dem Bohrer ist ein bisschen was mit einem Lager. Und ich glaube nicht, dass ich an alles rankomme. Hier in der Mitte sind vier Mörser, das wird übel. Das werde meine Truppe nicht überleben. Also, los, schenk mir einen AFKler. Nein, tust du nicht, aber ihn hier. Ich habe natürlich keine Zauber und keinen König. Das ist sehr ärgerlich. Das wäre jetzt alles hier sehr sinnvoll. Ich versuch's. Bestimmt, das gibt bestimmt den größten Feld, den ich bis jetzt hier abgeliefert habe. Gut, die Riesenbombe, die da lag, zerstört schon mal nicht viele Truppen. So soll das sein. Also mit dem König zusammen hätte ich gesagt, locker dunkles Elixierlager. Und ja, ich weiß, ich greife jetzt eigentlich von der falschen Seite an, aber ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber ich habe es getan. Und jetzt kämpft euch durch. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Einfach alle Truppen hinterher. Immer wieder hinterher schicken. Genau, hier könnte ich noch ein bisschen aufräumen. So, und jetzt irgendwie einen Weg in die Mitte finden. Da ist schon ein Weg offen. Jetzt muss nur noch die Königin irgendwie... Oder geht sie direkt aufs dunkle Lager? Sie geht direkt aufs dunkle Lager. Wunderschön machst du das.
Ach, Queen, auch wenn ich dich im letzten Video ein bisschen niedergemacht habe dafür, dass du manchmal eine schlechte KI hast, das war schön. Wunderschön, das reicht auch. Mir ging es ja, wie gesagt, ums Dunkle, das habe ich bekommen. Wunderschön. Das ging schnell. Und wenn das so weitergeht, dann könnte das sogar noch klappen mit den, mit dem nötigen dunklen Elixier, um meinen König zu leveln. Ich überlege, ob ich jetzt trotzdem mal boosten soll. Ich glaube nicht. Es lohnt sich nicht. Dafür ist der Loot einfach wirklich zu schlecht. Aber ich habe noch zwei schöne Angriffe vom Phönix. Der hat mir gesagt, dass der Loot gut ist. Und den ersten, den er gefunden hat, hier. 1,3 Millionen und 3000 Punkte. Aber natürlich auch nicht alles in den Sammlern. Er geht mit Bogey Only los. Ich behaupte, mit Barge hätte ich etwas mehr bekommen, aber kann mich auch irren. Hätte vielleicht nicht das Rathaus bekommen, so wie er, aber dafür jeden Sammler hier. Glaube ich. Wissen kann ich das nicht. Bohrer holt er sich natürlich auch. Holt er sich den hier? Ja, den holt er sich schon. Hier unten die beiden sind natürlich noch sehr frei. Da ist noch bestimmt eine Menge drin. Ein bisschen schade drum, aber... Ja, ach, ich weiß. Genau, am Ende blitzt der. Achten wir mal drauf, ob sich das Blitzen wirklich gelohnt hat. Insgesamt hatte er vor dem Blitzen 703.000, glaube ich. Das hat sich gelohnt, muss man sagen. Eigentlich denke ich immer, Blitzen lohnt sich bei sowas nicht, aber da in der Situation hat es sich gelohnt. Aber er hatte nochmal die falschen Truppen mit und hat immerhin dann hier den gefunden. Würde ich mal sagen, ist auch nicht so verkehrt. Aber das ist halt auch nur so ein Teilzeit-Passiver. Der hat, wie ihr seht, auch richtig viel in den Lagern und auch die Bögen sind noch gespannt und die Infernos geladen. Dafür hat er auch noch sein Rathaus draußen, das heißt, die Pokale kann man auch nochmal eben mitnehmen. Auch wieder Bogey Only, dafür ist jetzt der König dabei, der war gerade am Schlafen. Bekommt er denn alles? Also wenn ich er wäre, würde ich jetzt versuchen, mit Bogis hier unten den Bohrer noch zu kriegen. Wo hat er denn die Clanburg gesetzt? Ah ne, er hat eine gelockt, die feindliche, oh. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, das hätte ich anders gelöst. In dem Fall hätte ich nämlich... Das ist das dunkle Elixierlager kaputt. Er kriegt trotzdem nicht viel mehr. Was erhofft er sich dadurch noch? Er lockt nur die restliche Clanburg noch. Ich hätte es gemacht. Hier hätte ich den König mit der Clanburg hinterher und den restlichen Bogis geschickt und hier die Queen. Die hätten beide Bohrer bekommen. Mehr kriegt er so auch nicht. Warum er die Queen jetzt da auch töten lässt, weiß ich nicht. Ach so, er möchte noch blitzen. Böser Junge, du weißt, das mag ich nicht. Aber okay, jeder wie er mag. So, da die Armee ja immer noch nicht fertig ist und ich liebend gerne dreimal angreife in einem Video und nicht nur zweimal, würde ich sagen, machen wir wieder einen Cut. Bis gleich. So, endlich ist die Armee wieder fertig, direkt losziehen. Ich habe jetzt ja schon wieder über eine Stunde hier für die Aufnahme gebraucht. Armee produzieren und so dauert halt. Oh toll, der hat direkt mal 1000 Punktes. Nee. Das nehme ich dieses Mal nicht mit. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Gold und Elixier wieder. Also am besten wäre es halt 10.000 Dunkles, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Das ist ein Rathaus 8, da kriege ich ja auch... Mein König ist leider noch nicht fertig, mein Sprungzauber auch nicht. Aber den nehme ich jetzt mit. Aus dem einfachen Grunde, die beiden Goldlager hier, das dunkle Elixierlager und das Elixierlager, bekomme ich. Und damit bin ich zufrieden. Mal gucken, hat er was in der Clanburg? Nein, er hat auch noch nicht mal was in der Clanburg. Das macht es mir natürlich etwas einfacher. 1, 2. Durch die Mauer bin ich schon mal durch. Noch ein bisschen verteilen, ein bisschen Bogey-Action hinterher. Die Queen. Und direkt mal weiter. Immer in Etappen setzen, damit nicht alle Mauerbrecher auf einmal kaputt gehen. Natürlich schafft es nicht mal irgendwie... Einer hat es geschafft an die Mauer, aber zwei natürlich nicht.
war ja auch immerhin eine Level 6 Mauer oder so. Also Lazy Farming wäre, wie ihr das im Moment seht, wahrscheinlich besser, weil ich bekomme sowieso immer nur mit Mauerbrechern was und muss dann an die Lager ran. So, ich setze jetzt hier einen Heilzauber. Warum, weiß ich gerade selber nicht. Ich dachte, die Queen wäre im Beschuss. Das wollte ich ein bisschen verhindern, ist sie aber gar nicht. Ja gut, dann nimm du doch das Lager mit und dann schenke ich ihm die Pokale. Ich will ja eh ein bisschen runter. War nicht gut. War natürlich wieder ein Fail. Musste ja so kommen zum Ende. Richtig schön Fail. Immer in das Dunkle, aber mein Gott. Der Rest war wieder richtig. Ich baue mir jetzt für gleich nochmal irgendwann eine Armee nach und werde danach dann wahrscheinlich echt auf Lazy Farming umsteigen für heute. Ich habe extra eine andere Zeit genommen und habe ja geguckt, der Loot vorher, den ich da den einen Angriff, war ja auch geil. Das habe ich schnell gefunden, aber danach war natürlich wieder tote Hose hier in der Buchse. Nun gut, ich würde sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Nehmt es mir nicht übel, wenn die Folge ein bisschen kürzer ist. Ich habe gerade keinen Überblick, wie lang die ist durch die ganzen Schneidezeiten und wir sehen uns hoffentlich wieder. Lasst einen Daumen da, damit würdet ihr mir eine große Freude bereiten und bis dann. Ciao, ciao.